Wir fahren jetzt weiter mit der Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft 2009. Und wir haben die mitgemacht beim Kaisersberg Classic da vorbei. Hofersturm, Jagerhof, Hohenlehen. Und da fangen wir jetzt an mit den Damen. Und da freuen wir uns, dass die Gabi Sparer mitgemacht hat und gewonnen hat in 33,59. Gabi, bevor ich dir den Wein überreiche, kleine Geschichte. Da drauf haben wir uns einen starken Fahrer vom Union Raiffeisen Rad im Tirol. Ein Wein aus Niederösterreich, ein Zweigel Merlot. Das Ganze kreiert, umgesetzt, geliefert durch unseren Karl Heinig, der Künstler, der Heinz Neubert aus Delft. Also ganz eine wunderbare Sache, die wir da zusammen mit dem Karl Heinig umsetzen haben können. Ein guter Wein, was da schmeckt. Danke. James. Platz 2 geht an unseren Klaus Steiner. Platz 3, Staller Maria mit 24,05. Platz 4, Schreitel Thomas, der hat sich entschuldigt. Platz 5, Edelbauer Bernhard. Platz 6, Matthias Sprucker. Platz 7, ist Jochen Rast. Platz 8, Philipp Schmutzhaut. Und Platz 9, Markus Klinger. Wir haben sich entschuldigt. Dritter Platz, der Helmut Bayer.
31-21, Platz 5. Sechster Platz, der Sigi Romasa. 36-3. Siebter Platz, der Andreas Sirek mit 36-21. Alois Kraft, 33-20. Dritter Platz, der Joachim Rast, 37-48, der hat sich entschuldigt. Was sagt der Luis, ist jetzt in Pension? Und er hat gesagt, nächstes Jahr fahren wir 30er Zeit. Ja, aber ich bin schneller. Ja, das ist auch nice. Der Elite, da haben sich der Moser Markus und der Greta Roman Platz 1 und 2 entschuldigt. Es geht weiter mit Platz 3. Das ist der Bernd Mark und 23-10. Platz 4, der Christian Wildauer. Platz 5, der Stefan Braxmarer. Platz 6, der Martin Kampleu. Platz 7, der Philipp Schertaner. Hat sich ebenfalls entschuldigt. Juniors. Also das ist schon ganz schön beachtlich.